dich, fick dich, fick dich. Willkommen zurück zu Black Mesa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen und dein mahnendes Auge auf meinem Gameplay zu spüren von deinem Zukunfts-Ich auf dem Vergangenheits-Ben, den du jetzt hier so auf deinem Bildschirm guckst. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin so bescheuert gerade, weil ich wieder ungefähr 500.000 Mal gestorben bin. Du erinnerst dich, dieses komische Loch, also ich meine, es ist eigentlich äußerst schwer, von da runter zu fallen und nicht im Wasser zu landen, aber ich zerplatze, mich zerreißt es regelmäßig auf diesen Fliesen hier und ungefähr 10-mal zerplatze ich, zerreißt es mich auf den Fliesen, bis ich dann einmal zufällig im Wasser lande. In der letzten Session, das ist für mich dieselbe Session eigentlich, in der letzten Aufnahme, bin ich hier ja gestorben. Und zwar bin ich in die Gesichtsschmelzerseuche reingefallen und dieses Mal bin ich jetzt aber wieder hier gespawnt, an diesem Raketensilo. Runterfall, spring ins Wasser, Gedöns. Ich tue eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was von mir verlangt wird. Heißt es, kletter die Leiter hoch, dann springe ich lieber runter. Heißt es, spring ins Wasser, schlage ich lieber auf Beton auf. Aus Prinzip. Und diese Tür, sieht die so aus, als könnte ich sie betreten? Nein! Boah, ich hab's gelebt. Ich hab's geschafft. What? Okay, okay, ganz cool. Nein, 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 nein! Nein! Europalette, rette mich! Nein! Nein, rette mich, Europalette! Nein! Zerschmelzt! Mich hat's aufgelöst wie eine Brausetablette im frischen Wasser. Läuft wieder her. Wo wir beim Thema zerplatzen wären auf Oberflächen. Ich drück nochmal auf Laden, okay? Oh, ich bin schon wieder tot. Das tut mir aber leid. Wie konnte mir das nur passieren? Noob Neos, meine Damen und Herren. Upsi. Naja, jetzt nochmal richtig, okay? Ach, scheiße. Ich bin ja schon wieder tot. Ach. Schade, aber auch dieses Mal schon wieder gestorben. Okay, jetzt aber serious, okay? Was? Ich hab's auch noch geschafft. Ein Triumph. Ein Triumph. Ein Triumph. Ich wollte das jetzt knallhart durchziehen, die ganze Session über, wie ich einfach zerplatze. Mit diesem ekelhaften, knorpelnden, schmierigen, gelenkrausdrückenden Bersten meiner Organe. Okay, es sieht so aus, als könnte ich darauf springen. Okay, lieber ein Fuß gebrochen als aufgelöst in Säure, ne? So, Duck Jump. Okay, jetzt bloß nicht in die Scheiße reinfallen. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Oh, es ist so laut. Es ist so lächerlich laut. Vielleicht sollte ich auch nicht mit der geilsten Waffe im Spiel rumrennen. Das Lustige ist, ich habe gerade Minecraft gespielt und mir deucht es. Ich möchte die ganze Zeit mit Shift an den Rand rangehen, damit ich nicht runterfalle. Und wenn ich das hier mache, dann zerfetzt es mich. Erstmal gucken, was passiert. Okay. Okay. Lass mich raten, ich muss das Rohr vor das Rohr halten. Im Rohr halten bin ich Experte. What? Nein, 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 das passt schon, das passt schon. Das war gut so, das war gut so, das war gut so. Das ist noch ein Stückchen besser. So. Alter, der Sound. Oh Mann. Manchmal, wenn ich mir selber die Aufnahme angucke, wenn ich die so rechtschneide, dann frage ich mich selber, wie bescheuert ich eigentlich bin. Das ist doch ein bisschen mehr risky, als ich gedacht habe, wenn ich jetzt wieder sterbe. Ah, Geronimo! Ah! Seriously? Manchmal hasse ich mein Leben. Warum? Ich meine, daran merkt man, dass das noch eine Mod ist, ja, oder von einer Mod kam. Kein Game Designer, noch nicht mal ein Game Designer von EA, würde an dieser Stelle 2 cm vom Boden entfernt, während ich mit Tempo 6000 auf die Erdoberfläche schlage, einen Save Point einrichten. Niemand. Dann würde nämlich auch nicht sowas passieren.
Das ist voll die Qual. Man darf sich selber beim Zerplatzen zuhören, die ganze Zeit. Warum? Huch, schon wieder geschafft. Na gut, 1 aus 5, warum nicht? Das war eben übrigens extreme Torheit, dass ich an der Stelle gefailt habe. Eigentlich hätte ich das schaffen müssen. War gar nicht so schwer, ne? Aber was heißt schon schwer, wenn so einer wie ich das Spiel spielt? Was heißt es schon? Obwohl, man muss zu meiner Ehrerhaltung sagen, dass ich das auf dem Hard Mode spiele. Also ich spiele schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wobei die Kämpfe an sich jetzt nicht so krass schwer sind, sondern eher die Jump'n'Run-Einlagen hier. Also eine Kontrolle. So. Momentan auch noch keine Challenge. Das war das letzte Mal anders. Da hatte ich in den ersten 5 Minuten schon 2 Stück. Eine Challenge kam dann nach der Aufnahmepause, habe ich gehört, im Kopfhörer. Weil egal, ob ich jetzt auf Aufnahme oder Stopp drücke, das Programm, mein RCLP, Random Challenges for Let's Player, läuft im Hintergrund weiter. Und manchmal höre ich dann auch, wenn ich dann Pause mache und was zu trinken hole oder so, dann geht's. Das ist schon lustig. Aber dann bringt es ja nichts, ob ich eine Challenge mache oder nicht, von daher. Okay, ich könnte auch versuchen, oben lang zu laufen und dann. Ah, das ist auch tricky, ne? Komme ich da irgendwie rein? Besteht die seichte Möglichkeit, das zu schaffen? Ich glaube nicht. Oh Mann, bitte nicht. Ich will nicht schon wieder. Ah, lass mich los. Okay, mit Shift rennen. Ich bin so ein Jump'n'Run-Krüppel. Das ist auch einfach amtlich. Okay. So, aber das hier ist kritisch. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist gar nicht so simpel. Vielleicht sollte ich wirklich. Ich glaube, ich habe mir gerade mein Todesurteil unterzeichnet, ne? Einfach diese Sessions. Es gibt diese Sessions. Die laufen einfach so hier. Die Ouvertüre des Schmerzens. Der Schmerzen. Oh Mann, ey. Es dauert so. Komm schon. Kann ja nicht so schwer sein. Oh. Ich meine, ich sehe ja nicht, wo ich hinfalle. Ich bin ja einfach instant tot. Deswegen drücke ich einfach irgendwelche Richtungstasten in der Hoffnung, dass ich irgendwie in einer geistigen Umnachtung in die richtige Pfütze springe. Und nicht auf das tödliche Metall aufschlage. Okay, ich muss oben rum lang. Ich glaube, das anders schaffe ich nicht. Das ist wieder so eine Trollecke von den Entwicklern. Das soll absolut easy machbar aussehen. Dabei ist das wieder nur irgendeine Troll-Action, die sie sich da ausgedacht haben. Ja, man muss nämlich oben rum lang. Das Rohr schon dahin schieben? Klingt voll falsch, oder? Das Rohr so dahin schieben. Man muss das Rohr erst in Position bringen und dann richtig rein. Von oben. Ich schiebe das Rohr jetzt in die Position, so, warte. Das muss jetzt quasi vor den Eingang, ne? Der Eingang ist offen und jetzt schiebe ich das Rohr in Position. Ich hebe das quasi, ich betätige das, ne? Also ich helfe mit der Hand nach, wie man gerade sieht. Und jetzt ist das Rohr in Position und jetzt muss ich Anlauf nehmen. Ja, ich meine, da ist der Eingang, das ist richtig, da muss ich mit dem Rohr hinzeigen. Und jetzt nehme ich Anlauf und dann muss ich jetzt mit einem Hechtsprung quasi mit dem Rohr ins Ziel gelangen. So, okay. Lass mich! Au! Das war vollkommen einfach. Kein Problem für mich. Proneos hat wieder zugeschlagen. Und dieser Ladebildschirm zeigt mir, hier ist ein Savegame im Werk. Egal was jetzt kommen möge, wir haben gespeichert. Wieso juckt meine Wange? Kennst du das eigentlich auch, dass dir manchmal dein Gesicht juckt, als ob, keine Ahnung, dein Körper allergisch gegen dein Gesicht wäre? Voll strange. Lade? Daten. Ist ja nicht so, als hätte ich einen neuen PC oder so. Nein. Okay. Was passiert jetzt, Leute? Wird das Ding jetzt geflutet? Kommt jetzt einfach eine Indiana Jones Kugel, Stein? Oh. Drecksack. Okay, Trollmodus aktiviert. Hau ab. Das war wieder, ich hab's an mir vorbeifliegen gehört. Diese Troll-Headcrabs. Kein Wunder, dass hier alle infiziert sind, wenn ihr alle so hinterhältig umgeht.
Na, wen haben wir denn da? Neues Kapitel. Energie. Energie-Captain. Nee, Energie-Captain. Chekhov. Ich glaube, das wird eine Zeit für Mr. Grenade. Grenady. Oh, das tut mir leid. Haben wir noch eine, ne? Wo die herkommt, gibt es noch viel mehr. So, das tut mir aber leid. Oh, what? Was ist das? Alter. Oh, shit. Es hat der Lunte gerochen. Ah! Was ist das? Oh, hier habe ich Medikits. Vielleicht sollte ich mich erstmal heilen, bevor ich hier groß den Overbob raushängen lasse. Alter, wie krass ist das denn? Ich habe 14 Schuss für das Ding. Oh, wie komme ich denn da durch? Ich habe eine Magnum. Wahrscheinlich ist das leuchtende Ding die Schwachstelle. Nein? 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 Vielleicht die Handdinger? Ich habe ja Zeit. Ich stehe im Gang und er beschießt mich nicht. Das finde ich gut. Nein, die auch nicht. Die kleinen Tentakelhände? Auch nicht. Verdammt, was mache ich? Handgranaten. Ich liebe es, wenn Gegner verbuggt sind. Hallo, Grenade. Das gefällt ihm nicht. Das ist die richtige Musik, die er versteht. Die Gegner verdienen nur Gewalt. Klingt wie der Cerberus aus Resident Evil 1 im alten Original-Intro. Sollte ich den überhaupt töten können? Eine Granate, letzte? Ja, so langsam gehen mir die Argumente aus. Hm. Lass mich raten. So ein schönes Wesen. Guten Tag, mein Name ist Ben. Wer bist du? Wir machen jetzt gerade so eine Art erster Kontakt. Wir sollten vielleicht auch einfach mal versuchen, auf vernünftige Art und Weise... Ich meine deine zwei Hände. Was für einen biologischen Vorteil haben die denn... Zeit für eine kleine Challenge. Edward, mit den Zeigefingern. Du darfst sämtliche Eingabegeräte an deinem Computer nur mit den Zeigefingern bedienen. Na gut. Toll. Jetzt greift er mich an. Jetzt greift er mich an. Die letzten zwei Sessions sind völlig sinnlos. Okay, jetzt breche ich erstmal runter. Völlig klar. Oh, scheiße. Das ist gar nicht so einfach, mit Zeigefingern zu spielen. Oh nein! Die kleinen Viecher. Alter, ich kann doch nicht... Das ist gar nicht so einfach. Nein! Oh, shit. Oh, das ist unmöglich. 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 Wo denn? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Okay. Zeigefinger. Oh, ist das unmöglich. Okay, danke schön. Challenge vorbei. Okay. Alles unter Kontrolle. Home Run. Okay. Also, vielleicht sollte ich deren Kampf nutzen, um das weiterzusuchen. Bekämpfen nämlich, wenn ich jetzt einfach mal... Oh, scheiße. Die bekämpfen mich nicht, ne? Ihr habt genug zu tun mit dem. Oh, das tut mir leid. Oh, shit, durch die Flammen. Lass mich durch. Sehr gut. So, okay, alles... Oh, fuck. Tut mir leid, das musste sein. Kollateralschäden. Au! What? Nein! Meine Nase juckt und alles läuft schief hier. Ich geh... Alter, warum? Was ist denn los? Oh, fuck. Jetzt überlebt. Fuck! Alter. So. So viel dazu. Erstmal die hier wegmachen. Schrotflinte ist gut. Alles explodiert. Oh, da steht er. Ich hab mich wieder voll erschrocken. Hier geht's ab, Leute. Hier geht's richtig ab. Okay. Hier oben sind auch noch zwei. Diese Troll-Kollegas. Wow. Ihr kommt nämlich zu mir. So, und jetzt werde ich den so eine Schrotladung reindrücken. Bam! Boah, das tut mir aber leid. Bam! So macht man das. Da, wo ich komme, herkomme, da löst man das auf die Doppelschussart. Rechte Maustaste, zwei Schüsse gleichzeitig. No smoking area. Aha, wen haben wir denn da? Haben wir noch... Ach, die Pistole hat gar keine Munition mehr. Oh, geil. Kumpel, Mann. Schön, dass du es geschafft hast.
die durch, Mann. Nein. Du schaffst doch nicht mehr bis zum Klo, Mann. Gibst du mir deine Waffe? Hey, du brauchst sie doch nicht. Du machst hier einen auf letztes Gefecht. Ich habe ihm die Waffe geklaut. Ich habe ihm die Waffe aus der Hand geschlagen. Die brauchst du jetzt nicht mehr, Kumpel. Dieser Mülleimer braucht die Waffe viel dringender. Security Door. Was guckst du denn so? Okay, ich muss den Strom wieder anschalten. Okay, ich will nicht so sein. Du kriegst als Entschädigung diesen Mülleimer. Damit kannst du bis zum Tode kämpfen. Schrotflinte, sehr geil. Okay, so. Oh! Holy crap! Wie gemein! So, okay, ich bin voll konzentriert. Ich bin voll dabei. Es sollte nicht so laufen. Ach du Scheiße. Vielleicht mache ich eher den da. Oh! Nein! Viel zu viele haben überlebt! Alter, meine Nase. Ich hasse das. Das ist so ein typisches Let's Play-Syndrom. Das hat jeder. Ich weiß nicht, durch die Mundbewegung bewegt sich die Nase oder so. Keine Ahnung, warum die immer juckt. Das ist so sinnlos. Ich habe das nie, außer ich mache Let's Plays. Völlig sinnlos. Diese Körpereigenschaft von juckenden Nasen. Vor allen Dingen außen, nicht innen, sondern die juckt außen auf der Haut. Macht gar keinen Sinn. Null. Das ist das Schlimmste. Da haben wir doch schon wieder einen Hans Bumble. Den mache ich auf die gute Art und Weise. So, ausgewichen. Oh, oh, da ist noch einer von der Sorte. Und im Vorbeigehen noch eine mitgegeben. Oh. So. Die Vortigens, ne? Die entstehen aber auch immer aus den unguten Sachen hier. Oh, gut ausgewichen. Man nennt mich auch Neo. Nur, dass ich keine Patronenkugeln, sondern Mutanten-Aliens, die ins Gesicht springen, ausweiche. Oh, das war's schon. So viel zum Thema. So viel zum Thema. Wie frech ist das denn? Kein Alien würde sich so verhalten beim ersten Kontakt. Oh, hier kann alles explodieren. Ich sag's auch noch. Wow. Das war ein heißer Auftritt. Gespawnt und explodiert, so wie es mir immer geht, wenn ich gestorben bin. Meine Nase, Leute, meine Nase juckt so erbärmlich. Hörst du das? Geht. Das hier unten sieht auch nicht gesund aus. Oh mein Gott, ich und Leitern, ne? Ich und Leitern, das sind wie Hund und Katze. Wetten, dass hier das Riesenmonster hintersteht. Oh! Nice, weggenatzt. Gibt's hier vielleicht irgendwas Cooles? Kann ich hier drüber kraxeln? Das ist ein Geräusch. Das bin ich. Ich habe mich von mir selber erschreckt. Passiert mir häufig. Weil meine Intelligenz so überragend ist, dass es mich selber schockiert. Ich muss gerade gegen den Niesreiz kämpfen. Nase juckt, Niesreiz, Gesicht schmilzt vom Schädel. Was für ein Scheißtag. Wirklich. Aber wenigstens haben wir einen neuen Savepoint. Wir haben es irgendwie geschafft, weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung. Und noch keine einzige Challenge in Sicht. Oder hatten wir? Doch, wir hatten die Zeigefinger-Challenge. Wie assi. Ah, 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 ah. So, friss das. Oh, abgeprallt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, ah, nein, nein. Oh, Scheiße. Nein. Nein. Ich habe mich selber in die Luft gejagt. Heroisch, wie ich bin. Wie assi ist das denn? Und die Tür geht hinter mir zu. Vollkommen klar. Warte, bis die Tür aufgeht. So, wir machen jetzt erstmal den hier. Oh, so macht man das.
Das Ding ist kaputt. Machen wir das jetzt dahin? Das ist die Laserfalle. Wer da durchgeht, explodiert. Hallo? Hallo? Oh Scheiße, die Tür ist zu. Ah, vielleicht mit dem hier? Kann ich euch herlocken? Oh, oh, ah! Panic Mode, ey. Scheiße. Alles weg wieder. Hallo? Oh, was zum Heilen. Sehr geil. Okay, 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 okay. Hm. Sind da noch mehr von der Sorte? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich vertraue hier niemanden. Ganz hier nicht irgendwelchen... Hier ist zu. Natürlich ist hier zu. Ich höre da noch irgendwas rumkraxeln. Irgendwas in meinem Unterbewusstsein sagt mir, dass wir gleich tot sind. Hallo? Hallo, ich bin's, Ben Freeman. Ich bin hier, ich bin hier Atompraktikant. Ich mache, dass das hier geht. Ich drücke... Oh, shit. Ich drücke Schalter und so. Wir machen jetzt die gute Call of Duty Methode, wenn Leute sich verbunkert haben. Granate ziehen, in die Ecke, Granate schmeißen, wieder zurück. Und nochmal. Und nochmal. Und alle sind tot. So macht man das. Lernen mit Ben, wie man Ego-Shooter spielt. Tada, alle tot. Und Heilung. War ein bisschen easy, die Aktion, ne? Muss man ja mal sagen. Oh shit. Oh fuck, hier ist eine Sprengtonne. Die stelle ich mal hier in Sicherheit. Nicht, ne? Man kennt ja seine Pappenheimer. So. Da steht er, da steht er. Headshot. Hier oben steht auch noch einer. Alter. Oh, weggenatzt. Das war geil. Drei genaue Treffer. Hier sind wieder welche von diesen Sprengviechern. Von den... Ui! Staying alive. Granate. Friss das. Und tschüss. Oh, fuck. Was? Wo ist er hin? Oh. Alter, wie viele? Ah, 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 ah. No, in die Enge getrieben. In die Enge getrieben. In die Enge getrieben. In die Enge. Hat er eine Granate geschmissen? Nicht. Gar nicht so einfach, Leute. Ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal draußen. Vielen lieben Dank für alles, für eure tollen Comments. Euch scheint das ja ziemlich gut zu gefallen. Mach's gut. Bis später. Ciao, ciao.